Dragon-Busch. Eiszahn ist super. Und schon wieder Error. Gut, dass Bulbapedia auch nur da ist. Er möchte Spikes lernen. Mal gucken. Spikes. Place a trap of spikes at the first feet. The trap hurts first. Let's switch into battle. Könnte ich doch eigentlich für Fury nehmen, oder? Fury Attack. Ja. Spikes. Ring Rush. 100 Power. 75 Accuracy. Ja, 75, deswegen. 20% Flint Chance. Aber das ist eine gute Attacke. Ja. Ziemlich gut. So wie Slam als Attacke. Oder soll ich Agility wegpacken? Ja, mach ich Agility weg. Nicht Fury Attack? Nee, Fury Attack kann ich jetzt auch angreifen. Ja gut, stimmt, das benutze ich eh nie. Agility benutze ich eh nie. Das stimmt. Ist zwar praktisch, aber ich werde es nicht benutzen. Spikes, ist doch ganz nett, kann ich immer zu Anfang auslegen. Ja. Seedra, ne? Ich möchte nicht tauschen. Ach das, ich dachte jetzt schon fast, das wäre vielleicht... Nee, das hat nur die Arena-Leiterin. Was? Das weiterentwickelt die Dragonia. Nee. Dratikira. Nee, ich habe jetzt an die erste... An Dratinis, an Dratinis Entwicklung gedacht. Ach so. Das so heißt. Nee. Das ergibt doch kein... Das ist Dragonia. Scheiße, das ist Wasser, da muss ich was anderes benutzen. Der Zidra King? Ja, heftig. Die Arena-Leiterin. Weil das quasi in der Generation das neue Drachen-Pokémon war. Ja, passt ja auch. Ist das denn Typ Drache? Ja, das ist Wasserdrache. Cool. Ach ja, der hat ja Waterfall. Ich hab nur Newton mit Surfer. Fällt mir gerade ein wieder. Ich hab ihm Waterfall beigebracht. Voll vergessen. So, ich gehe mich erstmal heilen. Das Dratini hat mich ganz schön fertig gemacht. Ups. So. Crunch. Bubblebeam. Das Captain Crunch. Captain Crunch, so ist es. Wie können Seifenblasen wehtun? Indem sie in deine Augen fliegen. Ja, aber die hauen einen ja immer richtig um. Das sind deine Augen, die sind sehr schwach und deswegen drücken die dein Gehirn nach innen und dann wird bei deinem Gehirn der Gleichgewichtssinn ausgeschaltet. Hörst du dich manchmal selbst reden? Nee. Warum stoppst du dich nicht? Ha, Water... Geil. Also ich fand meine Erklärung super. Da bist du auch der Einzige. Twister. Ich möchte jetzt gar keinen Twister spielen. Linker Fuß auf Blau. Ich glaube, es doch, Blau gibt's. Rot, Gelb, Grün, Blau gerade wahrscheinlich. Ja. Und linke Hand, rechte Hand, linker Fuß, rechter Fuß. Kannst du mal bitte hier die Seite wegmachen? Man sieht immer die Animation von Dragon Rush. So. Das stört mich. It's too bad. Und schon wieder. Ey, ist das euer Ernst? Ich hake schon wieder. Du hast irgendwie Pech gerade. Du hast damit recht. Sick Burn, yo. 44 Pokémon, 17:44. 17 Stunden. 44. Da ist der Glitch. What? Deswegen, meinst du? Da. Da ja nicht. Da schon. Hä? Was redest du? Du bist schuld. Was redest du? Oh mein Gott, der verwirrt mich so. Du darfst aber... Ja, das ist voll unfair. Ich bin eh schon langsamer. Warum passiert mir das jetzt? Ich will auch heilen gehen. Ace Trainer Lola. Ast-Trainer. Natürlich wieder Dratinis. Die Ast-Trainer sind immer tatsächlich ganz gut. Ja. Oh, sieht das cool aus, wenn Alpollo hinter dir her schwebt. Ja, solltest du es öfters benutzen. Ja, öfter als an erster Stelle haben. Das sieht richtig cool aus. Gott, meine Brandblase, die nervt. Ich spüre sie, also die, wenn ich drauf fasse, merke ich sie so ein bisschen. Das tut so ein kleines bisschen weh, aber wenn ich nichts mache, spüre ich immer dieses Drücken. Es kommt durch die Flüssigkeit da drin, die drückt so nach innen. Und ich will ja. Da hast du das Dragonier übrigens. Ja. Wie heißt das? Dragonier. Ach, heißt Dragonier, okay. Ich will ja aufstechen, aber ich weiß nicht, ob die Haut darunter jetzt schon fest genug ist. Und sonst brennt das immer so, wenn man drauf fasst. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, vielleicht steche ich die morgen auf. Wo du gestern noch so darüber gepredigt hast, dass man das nicht machen soll. Ja, aber bei mir ist sie jetzt schon ein paar Tage alt. Ach so, okay. Weißt du? Die ist ja jetzt schon 3 Tage alt und ich könnte mir vorstellen, dass die Haut dann schon ein bisschen gewachsen ist darunter. So, jetzt geht das richtige Rätsel hier los. Ein noch. Ups. Ich muss nach oben. So. Ich fange mal mit Hypnose an. Hypnose. Die Hypnase.
Das ist nämlich 4 Level stärker, dieses winzige kleine Würmchen. Ein Geist dürfte wohl keine Probleme gegen das Vieh haben. Eigentlich. Noch wenn viel Nightshade macht. Mein Gott, ist super süß. Richtig niedlich. Kam bei Pokémon das erste Mal in der Folge vor, als Evoli war, glaube ich. Das weiß ich nicht. Shedskin hat das geheilt. Ist der denn bescheuert? Was? 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 Er kann Hydropumpe. Ist keine Hydropumpe. Natürlich. Verzeihung, Booster. Das ist auch das Erste, was ich denke, wenn ich einen Seepa sehe, dass es Hydropumpe kann. Dragon Rush. Glück gehabt. Die macht viel zu viel Schaden. Diese Dragon Rush-Attacke. Ob man die bekommt als TM? Am Ende? Kann sein. Würde so ein bisschen passen. Dragonair. Das ist schlecht, prinzipiell. Das ist die Drachenluft. Dragonair. Ja. Dann wäre es aber Dragon Breath. Es schläft geil, es klappt beide Male gleich. Der hat das bestimmt auch mit Chatskin, aber. Das ist Kanbrine. Hey, der kann. Lake. Lake. Die deutsche Attacke Lake. Das heißt nicht Lake, es heißt Lake. Hätten sie es nicht Lache nennen können, das wäre wenigstens richtig. Lache, aber nicht Lake. Oh cool, mein Secret Power hat so viel Damage gemacht. Wow. 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 Oh Gott. Oh, und ich bin tot. Jetzt macht es mich fertig. Ich guck mal zu dir hin. Ich finde das. Das ist echt so bei mir. Ich will immer das, was ich nicht haben kann. Guck mal bei anderen hin. Hör auf damit. Fucking Setra. Ja, das macht ein bisschen mehr Schaden. Ich kann hier mal Sucker Punch probieren. Hey, das klappt sogar. Au. Wasserschweif, Aquatail. Mhm. Ich tausche lieber. Ich will, dass er die Erfahrung bekommt. Der soll auch irgendwann mal aufsteigen. Das dauert mir alles sonst zu lang. Aber kann Alligator so ein bisschen meine Geheimwaffe mit Eiszahn? Hang in there, Ken Alligator. Was ist denn? Nee, wie war mit Mr. Roboto? Was? Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Es gibt irgendeinen blöden Spruch mit Mr. Roboto. Ein Reim. Reimspruch. Yeah, Level up. Egal. Kann mir irgendwas schreiben. Ja, es wird sich entwickeln. Ja? The hype is real. Es fainted. Ich kann schon wieder heilen gehen. Tschüss, Sonic Boom. Sonic Boom. Und ich glaube, da wird es auch mal Zeit für einen neuen Spitznamen. Weil, jetzt kommt nämlich die Mega-Digitation. Mega geil. Geil, Mega-Digitation zu Jan Mega. Jan Mega geil. Cooles Vieh. Sieht echt viel cooler aus. Hat sowas von einem Cyborg-Punker. Das ist so heftig. Es hat so den Swag. Setz das mal nach vorne. Genau. Boah, was für ein Geräusch. Ja. Und es ist super schnell, super stark und hat Speedboost und. Was für eine Fähigkeit? Speedboost. Jede Runde kriegt das eine Stufe Geschwindigkeit hoch. Der hat das. Ja. Oh, allein dafür ist das. Ach, scheiße, den würde ich jetzt gerne mal sehen. Schade, hätte ich gerne mal gesehen. Ich gehe gleich raus, um mich zu heilen. Ja, nein, Pokémon. So, jetzt haben wir auch mal zwei Trainer hier weg. Sieht zwar aus irgendwie wie eine riesige Gurke mit Stacheln, aber gut. Na, macht das genug Damage? Ja. Oh mein Gott, der denkt echt, dass er mit Agility schneller wird als ich. Niemals! Jetzt hab ich's. Mein Gott. Er ist schneller als ich, what the fuck? Ist das eine Prozedur hier? Es geht doch bestimmt um die Hitze, weshalb die Pokémon hier weg sollen. Ich glaube, es geht darum, dass die Knöpfe sonst die ganze Zeit gedrückt werden. Ja, ich weiß aber jetzt von der Geschichte hier drin. Ja, weil es zu gefährlich ist. Ein Geist kann nicht brennen. Dammit. Bei denen sollte ich echt Newton benutzen, der bringt Wasserattacken nichts. Hypnose klappt beim ersten Mal, was? Guck. Heftiges Vieh. Das ist voll riesig. Da macht der Name Dragonfly auch irgendwie Sinn, ne? Mhm. Sieht aus wie so ein halber Drache.
auch wenn es kein Drachen-Pokémon ist. Das wäre zu heftig. Wenn das Viehkäfer-Drache wäre, wäre es so. Boah, das wäre eine geile Kombination. Dann wird es noch einmal die Stealth Rock Weakness und dann wäre es einfach nur so göttlich. La, 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 la. Und es ist weg. La 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 la, Motherfucker. La la la. No, no, no. So, auf geht's. Ein Alligator. Schlitzer ihn. Schalitzer. Alidors Stärke. Kusana, benutze Kuss. Benutze Umarmung. Und du bist hakig. Endlich auch mal. Mann, jetzt bin ich das Problem. Die Arena brennt in die Sprite weg. Ja. Hey, Hydropumpe macht kaum Schaden, das freut mich. Seht ihr das Problem? Jetzt bin ich das Problem. Du bist immer das Problem, das solltest du langsam gelernt haben. Oh. Ja, tut mir leid, aber eigentlich auch nicht. Hydropump. Geiler Name. Hydropumpen. Wasserpumpen. Er stellt eine Pumpe auf und pumpt. Klasse. Wie diese alten Pumpen, weißt du? Mhm. Die, wo man wirklich so einen Griff hatte zum Pumpen. Das war witzig. Mein Opa hat auf, sozusagen auf seinem Grundstück eine. Das ist pumpig. Nochmal drehen? Ach ja, richtig muss, ja. Jetzt, genau. Ups. Das war falsch, runter. Ich weiß, ich muss nochmal drehen. So. Das meine ich. So, nee, nächster Trainer. Ich muss switchen, und zwar zu Newton. Ich habe meine Feuerente schon lange nicht mehr benutzt. Ah, aber die ist auch hier nicht sehr nützlich. Nee, echt nicht. In Top 4 wird er wieder eine Verwendung haben. Ja, hat er? Ja. Ich benutze mal Yawn. Habe ich noch nie benutzt. Können wir mal angucken. Das wird wahrscheinlich eine Wolke sein. Ja. Den Gegner anpustet und durch den Alkoholgeruch. Achso, mehrere Wolken. Ich kenne das noch aus Rubin und Saphir, da war das wie ein bisschen wie die Jinjujun-Wolke. Ja. Das war ganz niedlich. Brian. Ach geil, der heilt mich damit. Danke. Super nett von dir. Mudbomb ist ganz gut und er schläft. Arschloch, mach dich fertig. Ich habe Trainer Micke besiegt. Und ich muss pinkeln. Das ist schlecht. Egal, wir müssen eh gleich eine kurze Pause machen. Schlamm hat mich getroffen. Oh Gott. Ich habe den Eistee leer getrunken, das war eine dumme Idee. Es ist niemals eine dumme Idee, Eistee leer zu trinken. Okay. Oh. Ja, nochmal super. Hallo Klaire. Und jetzt nochmal raus. Nee. Heilen gehen oder bist du? Bist du wahrscheinlich schon? Ja, ich bin so gut wie fit. Aber ich werde mir meine Geheimwaffe für später aufheben. Oh Gott, jetzt stirb doch endlich, du blödes Vieh. Hey, der hat dazugelernt, der benutzt Twister. Twister! So. Und du machst eine Pause? Ja, ich warte jetzt, bis du hier auch bist. Das dauert bestimmt noch. Ich glaube, ich brauche noch ein, zwei Trainer. Oh. Ja, mein Yamega hatte so ein bisschen einfach mit denen. Irgendwie zwei Spukbälle und alles war tot. War das effektiv? Ja, irgendwie schon. Dann... Das ist nur neutral, aber er macht so viel Damage. Dann können wir die Aufnahme doch trotzdem beenden. Ich mache das, bis wir bei ihr sind, eben offline. Und du musst ja eh gleich essen. Verdammt, ich wollte noch heilen. Scheiße. Naja, dann machen wir jetzt noch den Trainer, dann haben wir die 30 Minuten voll. Die Minuten. 30 Minuten. Die Minuten. Das ist die physikalische Einheit, ne? Ah, der hat auch nur einen. Das ist die, hat auch nur. Oh Gott, 38. Ich glaube, wenn er mich heilen würde, wäre das super freundlich von ihm. Aber du kennst doch die. Ja, danke schön. Kennst du die physikalische Einheit, Minuten? Wie viel Energie auf eine Minute einwirkt? Ja, genau. Nein, Newton ist die Einheit für Druck. Ja, Druck. Wie viel Druck auf eine Minute ist? Minuten. Richtig. Ich habe geflincht, aber mein Yawn hat gewirkt. Es war echt eine gute Idee, Yawn zu benutzen. Einzusetzen hier für ja. Newton. Einzuwechseln. Du weißt doch, was ich meine, Mensch. Manchmal, ja. Alter, du darfst jetzt auch langsam mal wieder treffen. Das war das zweite Mal daneben. Das geht nicht. Das ist echt nicht cool von dir. Dankeschön. Reicht ja trotzdem nicht. Oh, das macht aber doch ganz schön Schaden. Klar, ja, du hast gekritikalt. Ich mach gleich nochmal. Du hast geradikalt. Mach das lieber weg, nicht, dass du den Namen aussprichst. Boah, geht los. Ach so.
Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Hard Gold und Soul Silver mit Triad. Tschüss.